bin ein Mann und ich weiß nicht, was das ist. Ja, es baumelt eine Fleischflöte zwischen meinen Beinen. Aber sonst, die gängigen Klischees treffen nicht zu. Als Kind habe ich mehr geweint als viele Mädchen in meiner Umgebung. Um gut einzuparken, musste ich üben. Genetisch ist es jedenfalls nicht bedingt. Es gab viele Mitschülerinnen, die eindeutig besser in Mathe waren als ich. Wer zur Hölle ist dann dieser Mann? Fragen wir doch mal den Mann in mir. Jetzt kommt ein Dialog zwischen mir und dem Mann in mir. Hey Mann, was geht? Yo, es kühlt. Wie? Bist du erkältet? Nein, ich bin so cool, dass ich abkühle. Aha, wie auch immer. Es ist lange her, als wir uns gesehen haben. Allerdings, du lässt dich ja auch kaum noch bei mir blicken. Ja, es mag hart klingen, aber ich brauche dich auch nicht unbedingt. Wie, streitest du meine Existenz ab? Dafür hast du dir aber einen schicken Bart wachsen lassen. Naja, Ressourcenverwaltung. Ich nutze, was da ist. Na dann, was willst du jetzt von mir? Dass du dich erklärst, wer bist du eigentlich? Was für eine Frage. Ich bin eindeutig definiert. Stark, humorvoll, kann räumlich denken, bin nicht multitaskingfähig und rede nicht viel. Ja, aber genau diese Eindeutigkeit stört mich ja. Von dem, was du aufgezählt hast, habe ich vielleicht einiges, aber vieles auch nicht. Bin ich dann ein Twitter? Nein, du Idiot. Ich bin auch kein Individuum, sondern ein Bild von dem, wie ein elendes Individuum wie du sein soll. Aber was ist mit anderen Attributen? Einfühlsamkeit, Mitgefühl, Romantik. Bist du schwul oder was? Hä? Was hat das damit zu tun? Ich will nur die Welt der Gefühle in Fülle fühlen. Poetisch kannst du ja auch noch. Dann bist du hier falsch bei mir. Ich kenne nur eine Handvoll Emotionen, ihr Bastard. Du hast echt keinen Tiefgang. Ich kenne nur eine Tiefe. Und da will ich immer rein. Du bist ein Arsch. Das bist du. Von mir aus. Aber auch ein Teil von dir. Muss dich damit abfinden. Muss ich gar nicht. Ich entscheide, wer ein Teil von mir ist. Und auf dich kann ich gerne verzichten. Mach doch. Und lebe wohl. Wir sehen uns in der Hölle. Ich habe mich nie mit ihm verstanden. Wir kriegen uns immer in die Haare, wenn wir uns begegnen. Ein Mann. Was ist das? Nach mehr als 3 Jahrzehnten Lebenserfahrung weiß ich es immer noch nicht. Und langsam frage ich mich, ob ich überhaupt ein Geschlecht haben muss. Muss ich ein Geschlecht haben, das ein Abbild dessen ist, was ich zu sein habe und nicht, was ich bin? Muss ich mich einem Geschlecht zugehörig fühlen, in dessen Namen belästigt und unterdrückt wird? Ich gebe es zu, ich sehe männlich aus, oder besser gesagt, wie ein Mann auszusehen hat. Na und? Mehr kommt da nicht. In fast allen Lebenssituationen spielt das Geschlecht keine Rolle. Oder habt ihr schon mal gehört, dass jemand ruft, lassen Sie mich durch, ich bin ein Mann. Oder, guten Tag, ich bin ein Mann und hätte 5 Brötchen. Sogar der Sex hat mit dem Geschlecht wenig zu tun. Mein maskulines Aussehen allein lässt nicht darauf schließen, zu welchem Geschlecht ich mich hingezogen fühle. Oder zu welchen Geschlechtern. Oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht finde ich ja Kakteen sexy. Wie ich das anstelle, bleibt mein Geheimnis. Aber die Wege des Sexes sind unergründlich. Ein gutes Beispiel, dass das Geschlecht einerlei ist, ist, dass ich als junger Mann Jungfrau war. Das Geschlecht ist zu einem Großteil ein Konstrukt. Und das, was der Mensch konstruiert, kann man auch wieder dekonstruieren.
Auch wenn ich und wenn ich recht überlege, ist das Geschlecht mehr lästig als nützlich. Warum sollte ich ihm denn einen großen Stellenwert beimessen? Ich will sogar einen Schritt weiter gehen. Hiermit erkläre ich mich für einen Menschen ohne Geschlecht. Denn das einzige Geschlecht, das ich schätze, ist das Menschengeschlecht. Und jetzt entschuldigt mich bitte. So viel Aufregung auf der Bühne setzt mir ordentlich zu. Ich gehe mich mal kurz ausweinen. Vielen Dank.